Hi Leute und willkommen zu einem weiteren Motovlog. Ich cruise hier gerade so ein bisschen Kurve. Nee, ein bisschen die Landstraße rum. Bei dem schönen Wetter. Selbe Gegebenheiten wie beim letzten Video, wo ich euch ein bisschen was erzählt habe. Jetzt versuche ich mal wieder so einen random Vlog aus dem Ganzen zu machen. Es klingt bescheuert, aber dadurch, dass ich so lange nichts aufgenommen habe, fällt es mir enorm schwer, irgendwie vernünftige Videos zu machen. Also vernünftig Content zu bringen und vernünftig... hört sich bescheuert an, vernünftig Sachen zu kommentieren. Ich höre mich selbst, ey. Ich höre mich schon selbst. Das hört sich voll dämlich an, was ich gerade gesagt habe, aber ihr versteht bestimmt, was ich meine. Achso, ich mache übrigens gerne Ninja-Geräusche, wenn ich Kurven fahre. Müsst ihr wissen, könnt ihr euch schon mal dran gewöhnen, wenn ich mal jetzt öfters mal was mit auf der Landstraße oder so mache. Ich sollte vielleicht daran denken, mein Tacho mal in Zukunft abzukleben, wenn ich mehr Landstraße fahre. Macht vielleicht ein bisschen Sinn. Sind aber auch schöne Kurven. Ja. Ich habe das Gefühl, ich fahre durch so ein Geisterdörfer durch. Man sieht hier fast gar keine Menschen irgendwie rumlaufen. Oh, der Nachteil daran, wenn man auf der Landstraße filmt, nichts passiert. Nichts, worüber man lästern, quatschen, kommentieren, wie auch immer könnte. Aber jetzt bin ich in Melle. Mal gucken. Ha, da ist gesperrt, okay. Mal gucken. Ich war lange nicht mehr in Melle, muss ich sagen. Okay, hier bauen die was an bei Aldi oder so. Jetzt laber ich hier schon über so eine Kacke. Bauen die was an bei Aldi. Wer bin ich da eigentlich? Das Wetter ist schon schön. Könnte man ja fast überlegen, Bad Essen zu fahren. Aber Bad Essen habe ich ehrlich gesagt keine Lust zu fahren hier. Bad Essen ist zwar schön und geil, aber wenn die Sonne so tief steht, dann fährst du da durch den Wald und siehst gar nichts. Weil die ganze Zeit alles nur blendet. Slalom! Ich bin ein wahrer Ninja. Ich meine, selbst hier in Melle, an einem Sonntag ist hier halt einfach gar nichts los. Da ein Typ mit dem Fahrrad und das war's, ne? Zentrum, vor allem mal links hier. Ich muss halt einfach mal mehr mit mehreren Leuten fahren. Da ist das Ganze dann auch interessanter und witziger. Also der hat fetten Reifen auf seinem Rad. Man kann es auch übertreiben. Ich würde gerne mal so ein Fahrrad fahren mit so fetten Reifen. Ich frage mich, wie sich das anfühlt, so ein Fahrrad mit so ultra riesigen... Hallo Blondchen! Kim, das hast du nicht gehört. So ein Fahrrad mit so riesigen Reifen, ja, ja, können wir mal machen. Alter, wo... Ach so, hier bin ich. Ich könnte nochmal hier... links, ja. Ja, ne, bei dir läuft. Blaue Haare, schwarzes, keine Ahnung was. Alter, wo? Ach, bei, ach, hier bin ich, bei Auronix. 999. Oder wie ging die Werbung? Alter, ich fahre hier voll komisch gerade. Ich fahre gerade im Kreis, aber absolut. Nicht sehr intelligent von mir. Ich hätte da eben rechts gemusst. Und nicht links. Wo komme ich raus, wenn ich hier links fahre? Vielleicht wird das was, vielleicht auch nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Hm, keine Ahnung. Sieht aus wie eine Wohnsiedlung. Fliege ins Auge bekommen, ey, mein Visier ist unten die ganze Zeit. Wie kann man bitte so eine scheiß Fliege in mein Auge reinflattern? Verstehe ich nicht. Ach, jetzt bin ich wieder an der Tankstelle. Oh Gott. Ich bin absolut im Kreis gefahren. Absolut. Oh, ich voll Idiot. Okay, Ampel auf ein neues. Kommt jetzt wieder die Ampel. Da kann ich wieder links und dann muss ich da vorne rechts. Ich habe ja Zeit. Ich habe ja Zeit. Boah, ich
will das Scheiß zum Auge, ich will das gerne raus haben, ey. Das wird sich gleich schon auflösen. Ach, guck mal, da ist der Rollerfahrer schon wieder. Das wäre schon eben schon mal entgegengekommen. Da ist wieder der Typ mit dem fetten Reifenfahrrad. Oder ist es wieder inzwischen ein anderes? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Boah, ich krieg die ganze Zeit irgendwas ins Auge, Mann. Irgendwas fliegt in meinem Helm rum, so kleine Obst-Scheiß-Kackfliegen, ey. Also diesmal hat die Sinnlosigkeit echt überhand genommen in diesem Vlog. Absolute Sache, ey. Boah, aber schön laut ist mein Motorrad. Das gefällt mir immer noch. Das ist immer noch geil. Das hat sich nicht verändert. Ja, was sind denn so viele Rollerfahrer hier unterwegs? Ein Roller nach dem anderen, ey. Alle vorbildlich mit kurzer Hose und T-Shirt. Hä, was macht... Achso, die biegen ab. Das sah irgendwie aus, als würden die einfach gerade ausfahren, obwohl die Ampel rot ist. Die, aber das war ja nur die grünen ab, die Linksabbieger, Ampel war grün. Mein Motorrad kocht mal wieder fast, ey, 98 Grad. Ui, schönes Maschinchen. Ja, moinsen. Boah, so eine Sumo wäre auch mal was Cooles. Ich überlege im Moment so ein bisschen rum die ganze Zeit. Ich spekuliere nur, ne? Also, ich überlege, was... Ich würde halt gern mal irgendwann mal ein neues Bike mir holen. Ich überlege halt, was ich mir für eins holen soll oder so, halt was für eine Richtung auch. Supersportler ist ja ganz geil und so, aber die Leistung braucht man einfach nicht. Also die, sag ich mal, ist zwar schön und geil, die PS haben und so, aber mal jetzt ganz realistisch gesprochen, die 152 PS, die diese Maschine hier hat, die braucht man in den seltensten Fällen mal irgendwie. Keine Ahnung, wenn man mal Bock hat, Autobahn ballern und so, ganz geil, aber braucht man einfach nicht, ist nun mal so. Vielleicht irgendwie mal was anderes ausprobieren, wäre ich deswegen auch nicht so abgeneigt. Irgendwas, jetzt Naked Bike, so Richtung Z750 oder sowas, oder Z900 oder irgendwie sowas in der Richtung. Wäre, glaube ich, auch mal ganz interessant. Oder halt so Supermoto-mäßig, keine Ahnung. Das sind so Sachen, über die ich im Moment spekuliere, aber ich habe eh kaum Budget, um mir da was Teureres zu holen. Also ich rede da von einem Budget von vielleicht maximal 5.000, 6.000 Euro für sowas auszugeben. Und da findet man eine richtig geile Sumo oder... So, also Naked Bikes ist dann schon eher preislich drin, aber so eine Sumo, ey, die Dinger sind ja schweineteuer. Oder was meint ihr? Was würde zu mir passen? Was könnte mir richtig Laune machen? Ich gucke gerade, ist da irgendwas? Eine Fliege? Also eine scheiß Fliege war da auf der Linse drauf, glaube ich. Oh, jetzt habt ihr da eine Fliege drauf gehabt, bestimmt die ganze Zeit im Bild. Oder jetzt so eine Schmiere oder so, weiß ich nicht. Tut mir leid. Ich kann da doch auch nichts für, dass die ganzen Fliegen alle unbedingt eins werden wollen mit meiner GoPro und meinem Visier, ey. Das sieht aus wie voll gekackt und voll geschissen. Leute, wisst ihr, was irgendwie so ein bisschen witzig ist? Früher, ne? Also so vor, als ich angefangen habe, Videos zu machen. Keine Ahnung, da konnte ich Content produzieren ohne Ende, ne? Früher war das Problem, ich hatte keine Lust auf das ganze Video schneiden und so. Und jetzt im Moment wäre es so, ich hätte eher Bock, mal so ein paar Videos zu schneiden und so, als durch die Stadt zu eiern und was aufzunehmen. Das ist komplett bescheuert, ich weiß. Aber ich weiß auch nicht, wie ich das vor 2 Jahren gemacht habe, dass ich habe ja teilweise dann so 2-3 Videos pro Woche rausgehauen über einen längeren Zeitraum. Wie auch immer ich das hinbekommen habe, ey. Ja gut, ich bin halt auch viel mehr gefahren, muss man dazu sagen. Zu dem Zeitpunkt war ich ja noch mit Luisa zusammen.
dann bin ich immer diese lange Strecke, da sind ja auch viele Videos entstanden, sag ich mal, auf der Weg dahin, weil das war ja mal eine gute Stunde Fahrt. Ja, vielleicht hat das auch alles damit ein bisschen was zu tun. Jetzt ist halt ein bisschen anders angesagt. Rollsplit. Hä, hey, Rollsplit 70, okay. Ist wohl nicht mehr ganz so up to date, das Rollsplit sein, weil ich sehe auch gar keinen Rollsplit. Ja, hier fahre ich schon durch. So, Anlieger, ich bin ja ein Anlieger. Also, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ja, ich beende das Video an dieser Stelle. Muss gesagt sein, ne? Wenn euch das Video gefallen hat, ich kann doch nicht mal mehr abmoderieren vernünftig. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video bitte einen Daumen nach oben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Motovlog, Leute. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Wie so ein Schwein, das kurz vom Schlachter ist. Ja, das wolltet ihr gerade wissen, ne? Das wusste ich, dass ihr das wissen wolltet. Konnte ich euch doch nicht vorenthalten, Mann.